Ja, jeder muss halt wissen, wo seine Prioritäten liegen. Bei einem geht es hier um die Aufarbeitung der 49 Toten der Hochwasserkatastrophe und anderen geht es darum, vielleicht mal wieder für ein Foto zu lächeln, wenn Hochwasserthema ist. So ist das halt alles. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Flutkatastrophe hat schwere Schäden über unser Land gebracht. Unser Land trauert noch immer über 49 Menschen, die in der Flutkatastrophe hier ihr Leben verloren haben. Unzählige weitere Menschen sind verletzt. Es gibt Schäden an Eigentum und an der öffentlichen Infrastruktur in Milliardenhöhe. Was über Jahre aufgebaut wurde, ist in nur wenigen Stunden zerstört worden. Ja, da geht halt die CDU jetzt raus, ist okay, die Wahrheit wollen Sie vielleicht nicht hören. Noch immer gibt es Häuser ohne Strom, Gas und Trinkwasser. Viele Menschen sind noch immer in Not- und Behelfsunterkünften. Die Mangelliste in der Flutregion ist erschütternd und sie ist lang. Das ist die aktuelle Zwischenbilanz nach 2 Monaten. Jetzt brüllen Sie doch nicht so rein. Lassen Sie mich doch einfach, brüllen Sie einfach nicht so rein. Ja? Doch es gehört auch zu unserem Selbstverständnis als Deutsche, alles wieder aufzubauen, was zerstört wurde. Unser Volk ist solidarisch. Wir helfen uns gegenseitig, ob vor Ort oder mit Spenden. Das haben wir in der Vergangenheit so gemacht und das werden wir auch in Zukunft so machen. Aber unser Volk lernt auch dazu. Es hat die schmerzliche Erfahrung gemacht, dass es sich nicht auf die Regierung verlassen darf. Wenn sich ein Unwetter anbahnt, verlasse dich nicht auf deinen Landrat oder deinen Ministerpräsidenten. Diese werden erst Wochen später kommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen und verschwinden, sobald der mediale Zirkus vorbei ist. Schlimmer noch, vielleicht behindern sie durch ihre Präsenz und das Blitzlichtgewitter auch noch die Aufräumarbeiten. Nach 2 Monaten steigt nur Minister Reul vom Berg Sinai herab. Und anstatt einer aktuellen Unterrichtung ergießt er sich in Allgemeinplätzen, Schuldzuweisungen und Rechtfertigungen. Das ist einfach nur unglaublich. Dieses Land erlebt immer wieder Krisen. Aber in Ihrer Regierungszeit hat es die schlimmsten Krisen gegeben. Die illegale Massenzuwanderung von 2015, der maßlose Lockdown ihrer Corona-Hysterie und jetzt die Flutkatastrophe. Alle Krisen ist das Versagen der Laschet-Regierung gemein. Anstatt Verantwortung zu übernehmen und Führung zu zeigen, sind Sie dem linksgrünen Medienzeitgeist hinterhergelaufen. Kommen wir zu den Sirenen. Der erste bundesweite Warntag hierzu war ein Fehlschlag. Das System war überlastet und Sirenen liefen viel zu spät, beziehungsweise an manchen Orten in Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht. Das war schon ein böses Omen. Welche Lehre hat Minister Reul seinerzeit gezogen? Er sagte zu Protokoll am 24. September 2020, Zitat, das größte Desaster sei nicht durch Nordrhein-Westfalen entstanden. Den aufgetretenen einzelnen Fehlern in Nordrhein-Westfalen werde nun nachgegangen, worin ja genau der Sinn eines Warntags liege, damit alles funktioniere, wenn es wirklich gebraucht werde. Zitat Ende. Die Sirenen wurden bei der Flutkatastrophe gebraucht. Sie haben jedoch nicht geheult, trotz des Warntages 10 Monate vorher. Und den Menschen in unserem Land ist es herzlich egal, wer für die Sirenen zuständig ist. Sie wollen nur, dass sie laufen, wenn es wirklich wichtig ist. Und das ist ganz einfach nicht passiert. Minister Reul, jetzt gehen Sie auch noch, hat damals schon nicht die richtigen Lehren gezogen. Er ist einfach überfordert wohl mit der Situation. Es ist eine Bankrotterklärung zu sagen, bei uns lief es nicht gut, aber woanders, da lief es ja noch schlechter. Das ist der gleiche Halte-den-Dieb-Trick, den Ministerin Hein-Esser schon versucht hat. Sie zeigte auf die SPD-Umweltministerin in Rheinland-Pfalz und regte sich künstlich über eine fehlerhafte Pressemitteilung zur Flutkatastrophe auf. Das kann man alles im Wortprotokoll nachlesen, Frau Ministerin. So machen Sie Politik in unserem Land. Wir sind schlecht, aber die anderen sind ja noch viel schlechter. Eine Unart, mit der sich Merkel all die Jahre im Amtssessel halten konnte. Mehr können wir aktuell von der Laschet-Regierung nicht erwarten. Meine Damen und Herren, die Flutkatastrophe war eine Krise mit Ansage. Und wir finden nicht, dass Sie so leicht aus dieser Nummer wieder herauskommen.
Wenn Sie glauben, sich nicht zu Schulden haben kommen lassen, dann können Sie doch unserem Antrag auf Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zustimmen. Unser geht nämlich deutlich über das hinaus, was SPD und Grüne fordern. Trauen Sie sich doch! Die CDU in Rheinland-Pfalz, wo sie ja nicht eine Regierung ist, setzt sich ja bekanntlich auch für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss ein, wie übrigens auch die AfD. Haben Sie doch Mut zur Wahrheit! Wir halten einmal fest, die Verantwortlichen, insbesondere in den Dunstkreisen der CDU, werden nicht müde zu betonen, wie unvorhersehbar diese Flutkatastrophe war. Auch Minister Reul. Ein Lügner, so schimpfte Wetterexperte Kachelmann auf Twitter über die Aussage des Ministers Reul auf der Landespressekonferenz. Ich würde das hier zu diesem Thema nicht zu Herrn Reul sagen. Ich glaube einfach, dass er schlicht überfordert ist. Die Unterrichtung trägt den Titel Jahrhundertflut. Was war denn das jetzt nun für eine Flut? Laut den offiziellen Deutungen des Umweltministeriums und einiger bezahlter Apologeten der Church of Global Warming handelt es sich bei der Überschwemmung um ein sogenanntes HQ-10.000. Ein Hochwasser, das statistisch alle 100.000 Jahre auftritt. Also das konnte doch niemand vorhersehen, Frau Minister, also auf wirklich. Da konnten Sie sich doch nicht darauf vorbereiten. Das passt doch nicht zu Ihrer Erzählung der ewigen Klimaerwärmung und der ewigen Dürre. Das passt doch alles nicht. Und deshalb konnten Sie da überhaupt nicht zu. Es war einfach über uns hereingebrochen. Das ist grober Unfug und das wissen Sie. Und Herr Reul hat es ja sogar gesagt und es steht auch in Ihrem Titel. Es war schlicht und ergreifend ein Jahrhunderthochwasser, vergleichbar mit den Fluten von 1804 und 1910. Nicht mehr und nicht weniger. Und darauf, auf so ein wiederkehrendes Ereignis, hätten Sie vorbereitet sein müssen. Und während die Laschet-Fraktion jetzt hier ein vermeintlich aktuelles Bild zeigen wollen, um danach schnell wieder das Thema zu wechseln, haben die Menschen vor Ort schon längst mit den freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern mit dem Wiederaufbau begonnen. Die Menschen haben wieder mit dem Wiederaufbau begonnen und sie brauchen diese unkonkreten und überflüssigen Wiederaufbauanträge nicht. Niemand braucht Phrasen wie, Zitat, unmittelbar nach dem Hochwasserereignis hat die Landesregierung bereits rechtliche und tatsächliche Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Prozesse zur Bewältigung stattfinden können. Zitat Ende. Sie wollen den Eindruck erwecken, dass ohne Sie der Wiederaufbau nicht stattfinden könnte. Das ist wirklich anmaßend, das ist arrogant. Natürlich muss das Vergaberecht deutlich vereinfacht werden. Aber das geht doch nicht ohne massive EU-Kritik, Ihre heilige Kuh. Sie wollen gesetzliche Initiativen auf den Weg bringen. Wo sind diese? Sie wissen ganz genau, wie lange der Gesetzgebungsprozess ist. Das hätte man vor der Flutkatastrophe machen müssen. Wie das gehen kann, das haben unsere Anträge zum Bürokratieabbau gezeigt. Sie alle, auch die SPD und die Grünen, haben diese abgelehnt. Jetzt ist es zu spät. Die jetzigen Flutopfer werden in großer Mehrheit nicht mehr davon profitieren. Interessant wird es, wenn sich herausstellen sollte, dass die Landesbehörde grob fahrlässig gehandelt hat, was die nicht vorhandene Warnungen betrifft. Denn dann wären zivilrechtliche Schadensersatzansprüche möglich, die alles andere in Schatten stellen werden. Wenn es jedoch um den Aufbau in Ihren Anträgen geht, dann wissen Sie nicht einmal, was Sie eigentlich wollen. In den einen Antrag wollen Sie zukunftsorientiert bauen, in den anderen wollen Sie superschnell alles bauen. Beides zusammen geht nicht. Das ist purer Pseudoaktionismus. Und an einer Stelle ist mir beim Wiederaufbauantrag der Noch-Laschet-Fraktion besonders schlecht geworden. Der letzte Satz zur Antragsbegründung lautet, Zitat, denn wenn wir jetzt sanieren und neu bauen, soll die CO2-freie Strom-Wärme-Versorgung vorangetrieben werden. Zitat Ende. Erstens, Sie haben von Ihrem bequemen Regierungssessel rein gar nichts saniert oder neu aufgemacht. Das machen die Menschen in unserem Lande. Und zweitens, Sie missbrauchen das Leid der Menschen für Ihre Ökoideologie. Die Flutopfer schlafen noch immer teilweise in Behelfs- und Notunterkünften. Sie haben keinen Strom, kein Gas und kein fließendes Wasser. Sie sorgen sich sicher nicht darum, eine CO2-freie Strom-Wärme-Versorgung zu bekommen. Das ist sicher bei keinem auf der Wunschliste drauf. Und im Übrigen, mit Ihrer Ökoenergie funktioniert das auch gar nicht. Wenn Sie das wirklich wollen, müssten Sie einen massiven Ausbau der Kernenergie vorantreiben. Sie handeln zu spät und alles, was Sie vorschlagen, Bürokratieabbau, Hochwasserschutz, all das haben wir vorgebracht.
Sie alle haben unsere Anträge abgelehnt. Und nun stehen Sie hier und heucheln Aktionismus. Das ist mit uns nicht zu machen. Dankeschön. Danke, Herr Dr. Blecks.